Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um die Erde. Hallo. Ich bin's, der Black, und wir haben hier ordentlich zu fighten und haben ordentlich zu tun und haben auch schon einen heftigen Krieg hier. Ob und wie es ausgeht, wir werden sehen. Yo, ich werde voll angegriffen. Ja, wahrscheinlich bei aber gut, wie gesagt, das ist... Jetzt leckt das hier auch noch, krass. Ihr wisst, was zu tun ist. Erschlagen wir das Seil. Greifen uns an. Du bist ein Nix. Wir haben viel zu tun. Sklaven meines Willens. Gut, den ersten Angriff konnten wir auf jeden Fall gut abwehren, denke ich. Und der Spielsound ist immer noch ein bisschen zu laut. Ich muss nochmal Kleinigkeit einstellen, aber Moment, so, ich gehe nochmal ganz kurz hier in die Einstellung zurück, also lalalala, da haben wir hier das. Moment. Und das hier muss ein bisschen runter. Das hier hoch. Okay, gut, so, sag mal was. Was denn? Okay, gut. Ja. Mein Audio war die ganze Zeit ein bisschen zu laut, alles gut. Eine voll ausgerüstete Armee. Ja, du? Naja, vor allem mein Gegner, ne? Achso, oha, scheiße, Alter. Ich sehe das schon. Kommt jetzt auch an, das wird nix. Okay. Der ist ja wirklich voll ausgerüstet in der Spielphase, nach kurzer Zeit. Ja gut, haben wir halt jetzt nicht im Wert halt. Aber ja, ich komm mal runter und die fände mal, aber... Sklaven meines Willens. Schnell, beeilt euch! Und dafür ist halt meine Base halt jetzt auch ungeschützt, ne? Das ist nicht so gut. Aber das verstehst du, was ich meine, wie der in kurzer Zeit das alles schon haben kann. Ja gut, ich hätte auch schon ausstatten können, ne? Aber wie gesagt, ich bin halt eher auf Fähigkeiten und Co. gegangen. Aber ja, das sage ich ja nicht, aber in der kurzen Zeit, verstehst du, was ich meine? Das ist Lazard und eine komische Wirkung. Er ist voll ausgestattet. Alles. Er hat diese Größen, Armeegröße. Und verlieren halt jetzt auch gerade. Oha, krass. Du bist schwach. Du bist schwach. Gerade mit dem Nachproduzieren noch gar nicht hinterher. Das wird dich nicht retten. Zurück! Und Saruman erstmal, alter Falter, der hat ja alles damit gerahauen, ey. Krass. Vorwärts! Ziehen! Schieß auf die! Der Sieg ist nah! Hierher! Ich dachte, wir sind fertig! Mach dich nützlich! Ruhe, aufwachen! Spann das ein! Wie gesagt, ich versuche gerade schon so weit es geht zu helfen hier. Ich weiß, danke dir. Der zieht sich zurück. Da steht meine Balliste noch? Ja, die steht noch. Ja, die okay. Steht noch. Gut. Okay, das war auf jeden Fall schon mal schwierig. Warte mal, ich lasse die Balliste mal dort stehen lassen. Kriegst du dich wieder aufgebaut dort? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Weiß ich noch nicht so genau. Auf alle Fälle verhindert er, kommt wieder rein. Er kommt doch wieder rein? Nee,
glaube ich nicht. Der ist die Balliste halt, ne? Die halt schießt, ne? Und damit zielt es sich halt zurück. Dann kannst du dort nochmal auf jeden Fall nochmal ein paar. Ich glaube, ich rieche den Feind. Aufpassen, du! Bolzen einlegen! Bereit machen! Eine neue Macht erhebt sich! Okay, das Problem ist halt, dass wir halt zwar viel fighten, aber das ist trotzdem nicht gut. Die schweren Rüstungen sind fertig. Jetzt baut er da einen Brunnen hin. Ja, um die Einheiten zu heilen. Na, schon klar. Und da kommt er. Dann kommt er nochmal? Deine Balliste. Achso, die ist dort unten. Ah, die Balliste ist scheiße. Das war blöd mit der Balliste. Mal schauen, was haben wir denn hier noch? Werden hier noch. Na, ich brauche mal ein paar Rohstoffe, können die noch gebrauchen. So, wo gibt es ganz viel, viel Holz? Wo gibt es Holz? Holzi, Holzi, Holz. So, zack. Wunderbar, das. Oh, das wird richtig viel gegeben. So, ich kann jetzt mittlerweile meine Armee auch voll ausstatten, ne? Okay, der Black zieht seine Armee aber ab. Okay, wir könnten. Wie sieht's denn bei dir aus? Wollen wir mal einen Angriff gegen Black nochmal wagen? Ich bin noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit, okay. Unsere Zeit ist gekommen. Machen wir uns auf. Isengard wird siegen. Okay, gut, ich schick mal meine zwei Ballisten mal hier hoch. Und da kommt er wieder. Okay, gut, aber der greift, die greifen gerade mit Black zusammen dort unten an. Ich werde nur trotzdem, du müsstest, der dürfte nicht so viel haben, das dürftest du eigentlich schaffen. Ja, oh ja, das ist gut, ja, genau. So, ich werde mal versuchen, Blacks Festung wegzubekommen. Versuch dein Glück. Macht euch kampfbereit! Das kann natürlich sehr in die Hose gehen, ne? Versuch dein Glück. Aber gucken wir mal. Ich versuch's von hinten rum, ne? Man, wir sehen das ja, ne? Wir sehen ja, dass das keiner ist, ne? Okay, der kommt jetzt hier gerade. Warum? Warum greift er dich denn hier unten nochmal an? Lol, Alter. Krass. Aber gut, du hast eine gut ausgebaute Festung, glaube ich, ne? Relativ. Ja, das Problem ist halt. Ich lauf gerade hin und killt mir meine. Oh, scheiße. Oh, Truppen alle weg. Ja, warte, ich muss den Angriff abbrechen. Armee ist eh schon wieder relativ voll dort. Der haut mich gleich weg, sollte so. Ja, ich weiß schon, ich sehe das schon. Da muss ich dich erstmal verteidigen. Tut mir leid, habe ich denn die falsche Entscheidung getroffen. Arbeitet an eurer Einstellung! Mach dich nützlich! Versuch mal den Baumeister zu mir zu retten. Versuch den Baumeister mal zu mir zu retten, bitte. Einer läuft. Ist nah. Vorwärts! Schnell! Ereilt euch! Weiter! Kommt, meine Diener! Ihr Ende ist nah! Ja, jetzt werde ich halt von hinten angegriffen, ne? Das ist natürlich blöd. Wie gesagt, und das ist das, was Sascha und ich meinen. Gab, Unholde! Nichts wird uns aufhalten. Gut, jetzt mittlerweile. Jetzt mittlerweile ist es ja kein Problem mehr, ne? Aber. Vernichtet sie! Wir brauchen einen neuen Baumeister! Rückzug! Okay. Wir haben viel zu tun.
Eine neue Macht erhebt sich. Okay, da hat jetzt hier noch das hier auch noch am Start, okay. Okay, die Festung, ja, oh, krass, ey. Okay, das ist schon ganz schön krass. Fühle meine Macht. Ja, ich werde halt, ja. Wir beide die ersten hier untergehen. Ja, das. Ja, wir haben gut gespielt eigentlich. Aber es halt, ja. Das ist dann halt der Nachteil, wenn du halt, wir sind halt gut in die Offensive eigentlich gegangen, wir haben das solide gemacht, aber von zwei Seiten ist schwierig. Kämpfen wir, nicht zurückfallen. Gut, du könntest dich jetzt hier unten halt nochmal aufbauen, ne, die Möglichkeit würde bestehen, ja, aber... Ohne Festung keine Fähigkeiten, ne? Ja. Hier gibt es immer Arbeit. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, meine Festung wird halt auch gerade eingerannt. Na gut, ich habe auch einen kleinen Fehler selber gemacht. Ich bin halt in die Offensive gegangen. Das hätte ich halt zu dem Zeitpunkt nicht machen dürfen und sollen. Das heißt, ich habe dich jetzt im Grunde genommen halt, ja, gut. Konnte ich jetzt verteidigen, aber mehr halt auch nicht. Aber vielleicht haben wir ja noch mal eine Chance, irgendwie zurückzukehren. Hoffen wir es. Das ist meine Schmiede, jetzt wird jetzt auch noch platt, Alter. Scheiße. Das heißt, keine Einheiten-Upgrades mehr. Wem sagst du das? Sie greifen uns an! Das neue Gebäude ist Sklaven meines Willens. Was? Lazard? Wer ist denn Lazard? Okay. Mein Kumpel. Der ist ja in dem Team von dem anderen, ne? Vom Geomongo, ja, ganz genau. Ja. Tja, das... Niemand widersetzt sich dem Willen Saruman. Wobei ich sagen muss, ich krieg's glaube ich sogar noch hin, das hier zu verteidigen, aber auch nur durch Saruman. Saruman ist richtig OP, Alter. Der knallt hier richtig eine rein. Isengard wird siegen. So, gut, das konnte man auf jeden Fall verteidigen. Also, das nutzt ihm halt gar nichts. Na gut, warte mal, dann versuch dich mal oben rum aufzubauen. Ich habe ja den links oben rum. Da habe ich ja den Treuer schon mal weggeschafft gehabt. Gut, die Festung ist halt jetzt fast weg. Baumeister wird, glaube ich, produziert. Wir könnten mal noch eine wo ist die Schmiede? Hier ist die Risskammer. Okay. Ja, aber mein letzter Baumeister ist gleich hin und da ist er weg. Was, du hast keinen Baumeister mehr? Nein. Oh, warum hast du dort wieder zurückgezogen? Oh. Wer war schon auf dem Weg zurück? Nur gegen Reiter bin ich machtlos. Oh. Hättest dich halt erstmal bei mir aufbauen sollen. Oder zumindest oben rum. Ich habe ja dort noch nicht alles gemacht, aber blöd. Ja, okay, gut, jetzt geht's hier natürlich weiter. Unten. Ja gut, das Ding ist jetzt gelaufen. Haltet euer Werkzeug bereit! Ihr wisst, was zu tun ist! Wobei, du brauchst ja doch noch was, oder? Ah, nee, das ist meine Rüstung, okay. Vernichtet sie alle! Okay, wir konnten die aber erstmal trotzdem wieder ganz gut verteidigen, ne?
Aber es ist voll blöd, dass du den scheiß Baumeister dann verloren hast, Alter. Ey, es sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Ich meine, wir werden jetzt im Grunde genommen fighten wir jetzt zu dritt gegen die zwei halt, ne? Das heißt, wir hätten jetzt sogar noch eine reelle Chance, dort irgendwas zu reißen. Ja, aber die Reiter kommen oben rum. Hey, was? In dein Lager. Warum macht er das? Hä, hey, warum ist er denn so behindert, Mann? Hä, hey, warum ist er so behindert, ne? Das gibt's doch gar nicht. Kann ich dir erklären. Anstatt halt gegen Black zu agieren, ne? Der halt meistens immer gewinnt. Der auch jetzt hier wahrscheinlich wieder gewinnt dadurch, ne? Nee, er macht halt seinen eigenen Stil. Ich verstehe das einfach nicht. Der ist kein Teamspieler, glaube ich nicht. Beenden wir auch erstmal wieder die Folge, denn die ist schon wieder vorbei. Man glaubt es kaum. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.